In seiner Fantasie hat er sie sogar gehört miteinander reden. Toni! Toni! Komm schnell schauen! Und ich glaube, gefunden, eine riesengroße Klumpe Gold. Gold? Wo? Da, schau. Was ist das? Das soll Gold sein? Du bist ja narrisch. Das ist Kotzengold, nichts anderes, wertloses Zeug. Mamma mia, ich zum Verzweifeln. Seit 7 Monaten und 7 Tagen, ich habe nie mehr gefunden, eine einzige Gramm richtige Gold. Mir geht's ja auch nicht besser. Du, manches Mal, da hab ich so eine Wut. Wenn sich da einer zu uns herauf verirren tät, den könnt ich glatt umbringen aus lauter Wut. Der würgen könnt ich den. Sie, Gott mir genau gleich. Wir zwei sind so allein, da oben im Bergwerkeri, so einsam. Ich komme verrückt mit der Zeit. Wenn jetzt einer würde gehen übers Mali Weg zu unserer Bergwerkeri, ich würde nehmen meine Coltello, meine grosse, lange Messer und würde... Nein, bitte nein, ich habe doch nichts gemacht, ich... Ja, und dann hat der Maurus gemerkt, dass ihm seine Fantasie einen Streich gespielt hat, dass das alles nur Einbildung war. Ach, so ein Kabis. Ich weiss ja gar nicht, ob das wirklich zwei so schreckliche Gesellen waren. Der Goldgräber Toni und der Silber Silvio. Vielleicht sind es liebe, lustige Burschen gewesen. Und überhaupt, ich würde gescheiter ein bisschen besser auf den Weg aufpassen. Das hat er dann auch gemacht. Und nach einer Weile ist er zum Gletscher gekommen. Dort ist auf dem höchsten Punkt eine kleine alte Berghütte gestanden. Direkt unter einer riesengroßen, vorspringenden Felsplatte. Im Schatten von dieser Hütte hat der Maurus ein bisschen ausgeruht und hat das Nüni gegessen. Das Käse-Wurstbrot, das ihm die Mama mitgegeben hat, einen Apfel und ein paar von den Törtenbirnen. Den Rest hat er wieder eingepackt. Das ist sie denn im Zug? Hat er sich gesagt und ist weiter. Vor ihm ist der Gletscher gelegen. Eine grosse, glänzige, weisse Fläche zwischen den Berggipfeln. Unter dem Schnee dickes Eis und weit und breit nie einen Baum oder sonst etwas, wo man sich hätte daran orientieren können. Der Maurus hat seine Haselstöckli aus dem Rucksack geholt und hat es genau so gemacht, wie ihm der Papa gesagt hat. All paar Meter hat er eins von diesen Stöckli in den Schnee gesteckt. Wenn er zurückgeschaut hat, hat er die roten, grünen und blauen Zöttli bis auf die andere Seite vom Gletscher noch gesehen leuchten. Als er denen war, ist es dann gleich einmal bergab gegangen. Zwischen den Arfenstuden, Steinen und umgekehrten Baumstrüngen hat sich das Wägli steil durch abgeschlängelt. Aber der Maurus hat es präsent gehabt. Er ist nicht am Weg noch, sondern hat eine Abkürzung nach der anderen genommen und ist über Stock und Stein, was gisch, was hast der Berg durch abgesprungen. Und da dabei wäre er um ein Haar über ein Murmeltier gestolpert, das dort zwischen den Steinen gesündelt hat. Die von euch, die die Geschichte von der Zottle, der Zick und dem Zwerg kennen, die wissen ja bereits, dass der Maurus mit den Tieren reden konnte.